Die übelsten Halunken. Die übelsten Halunken haben sich bei uns an die Pyramide rangearbeitet. Übrigens, das war mein Business Card. Eine Zeit lang. Ja. Die übelsten Halunken haben sich an uns herangearbeitet. An die Pyramide. Stell dir vor, wie das Licht fast ausgeglimmt ist vor der Dimension. Waren die übelsten Halunken als Verräter um die eigentlich obigen Pyramidalen herum. Das ging zu wie bei einem Familiendrama, Tragödie, wie sagt man denn, Shakespeare. Ja. Du hast gedacht, du bist mit den übelsten Halunken verbandelt. Jetzt kontrolliere ich den Wasserspeicher. Ob die uns da was trauer machen. Da waren lauter so Pumpeln an der Fassade. Dann kippen die mir den Kies auf ein Häufchen und teleportieren mir aus 100 Meter Distanz. Ja, es sei doch alles in Ordnung. Ein Araber an anderer Stadt sagt, du ermittelst uns, aber du verfolgst uns nicht. Jetzt stell dir vor, ich habe gemerkt, dass wir immer komisch sind, ein wenig in Bayreuth, habe ich die Vermutung gehabt, aber bei uns im Haus war Zwietracht. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, so, wenn ich was trinke, irgendwas könnte schon sein, dass sie am Wasser machen. Muss immer ein guter Hand sein, der Wasserspeicher. Der gute, glückliche Hand dran, ne? Du weißt ja, Liebe geht durch den Magen und was Mutter macht, das schmeckt dir 10-mal mehr als jede Wirtschaft kann. Ne? Das ist Magie. Und ich habe die ermittelt. Das steht auch auf den Links unter Schutzgarde. Cracker Info, habe ich sogar ein Foto davon, wie ich wegmarschiere. Ich habe die Kraft nicht gehabt, weiterhin zu klopfen. Und warum schaut die Fassade so aus? Warum teleportiert ihr mit mir auf 100 Meter Distanz, dass ich ja nicht komme? Der Araber sagt, du verfolgst uns nicht. Die haben wahrscheinlich da irgendwie manipulativ Methoden gehabt, dass wir fast aufeinander los sind. Im eigenen Haus. Wollte ich aber gar nicht sagen, das mit den Halunken, das stimmt halt dann auch wiederum nicht. Ne? Nur, das Pyramidum, bevor die Aufpflanzung zur Befreiung für Geist über Materie gesorgt hat, war eine Zuspitzung und eine gewisse Überlastung anheim, dass wir nicht die Wahl hatten. Ein gewisser Wahn hat sich breit gemacht, das sage ich dir. Und es sorgt auch das Lied der Linde, nach ein Drittel Menschheit weg, ein Drittel sonderbar behütet und ein Drittel noch verstandeslos. Naja, wie dem auch sei, ich habe die verfolgt bis zu der Stelle. Ne? Das waren Ausländer, alle Ausländer können die sagen. Sagen Sie mir in der Friedrichstraße, Moment, ich mache das mal ein bisschen leiser. Sagen die mir in der Friedrichstraße, Andreas, du bist da mit die Ausländer, die schwanger gingen. Bis es Deutschlandwürstchen gehabt hat im Herdi. Deutschländerwürstchen, na, weil die Deutschen alleine, die waren auch zu streng. Jetzt hat es halt die Alternative in alle Ausländersage. Das ist Türkis, deren Wahl. Ja, jetzt muss ich da ein wenig weniger. Ich darf da nicht mehr mitmachen bei den Ausländerli, haben sie gesagt, weil das Deutschdumm, das war seit 2017, war das nach dem Lied der Linde bis ins Mark getroffen. Ich habe es gemerkt. Ich bin ja 16 Mal gegangen worden. Also es kam beides zusammen. Die Ausländer haben eine Kraft bedeuten wollen, dem Deutschen zu tun. Und die Pyramide hatte das aufgepflanzte Kreuz noch nicht. Weil wer von Verstande ist, der sieht das X jetzt. Ja? Und das hat die Ewigkeit, das XXX. Und von oben, warte mal, von oben ist es der Davidstern.
Das ist wie ein kleines Wunder, das Ding. Und da schaut es her. Das sieht, ihr, seht ihr das? Moment mal, das Kätzler. Da ist ein Kätzler drin. Da, ne, miau, miau. So ein gelbes Kätzler. Das sind die Löwen. Was denkst du denn, wo? Weißt du, die Charakterbezugsnennung auf einen Menschenkörper? Da nimmt man natürlich den König der Löwen. Ne, ist ja klar. Und wenn man dann irgendwas sagt, du Kätzler, du gelbes Kätzler, miau, miau, miau. Wie bei der Aufführung vom Festspielhügel. Da haben sie so gelbe große Kätzlerköpfe in der Pyramide so wanken lassen. Mit der roten Frau und dem Beziehungskistchen der Mahnen zu den roten Frauen. Ja, habe ja Bildnis ein, habe ja einen Vorschlag geschickt an den grünen Hügel, ans Festspielhaus über ein Bühnenbild. Und zwar sah ich das schon mal, wenn mich nicht alles täuscht. Moment, jetzt schauen wir noch mal. Dann schalte ich um auf Kamera für Abfilmen des da. Jetzt haltet euch fest, Bühnenbild. Bühnenbildvorschlag, ja? Ja, es ist die hohe Kunst, ne, die uns bewegt. Also, ihr müsst wissen. Moment mal. Das, wenn das Kernstück, also da ist ein Kreis außenrum, ja? Das ist die Familie mit dem Kreis. Und dann kommt der Adenauerring. Im eben oder der Republikanerring. Republik, Familie und das bist da du. So, die Personifikation ist man immer selber der Eigenking. Das ist doch selbstverständlich. Oder du hast eine Frau und dann ist sie der Ring manchmal oder du bist das oder wie auch immer ihr das habt. Für mich ist sie der Ring. Ich bin das. Und da hast du den Fingerzeig zum Kunst, was über dem Ich ist, und Sportheim. Also Sport durch Leistung, der Bessere, und Künste schreiben die Zeit vor. Noch über meinem Ich, sozusagen. Ja, nein, das wird vorgezeichnet und dann ausgemalt sich. Und die Christen sagen, da halte ich mich dran, das steht geschrieben. Deswegen muss man ja Obacht geben, was man erzählt. Dass der Künstler dich sympathisch affektiert, vielleicht sogar, und dir eine gönnerische, eine Gunst hat in der Kunst, die Muse hat bei dir. Und sich anstellen bei den Sportlern. Und dann kannst du kompensieren, wenn du auch mal nicht da oben willkommen bist. Das kann ja auch passieren. Jetzt schauen wir uns das Bühnenbild an. Moment. So, Bühnenbildvorschlag. Den Löwen habe ich kreiert. Den habe ich bei pixabay.com gekriegt. So, das ist das Bühnenbild. Schau, das ist das Triank. Da hat meine Frau schon wieder gemeckert. Das sind die roten Frauen. Da ist so ein Gitterrast. Rastergitter, das ist das Quadrat. Ja, und da schweben die Löwen. Das sind die gelben Kätzler. Miau, miau, wie ich es auch gern. Das ärgert sie immer. Die rote Frau, die Löwen und zwei Pühlerspitzen. Das ist der deutsche Doppelast. Der Kaiser und der Papst. Meine graue Majestät und die Republik. Oder du und deine Frau. Ne? Immer die Wahl, jetzt auf der Pyramide. Und dafür habe ich gesorgt. Ich garantiere es euch, ich habe in 8 Steinmetz-Kunstwerken dürfen führen eine Rede dem verklausulierten XXX in 3D. Das sieht man jetzt hier nicht so gut. Das sieht man hier besser. Das ist eine Kreuzung, 2, 3 Kreuze in einem Symbol. War damals schon wieder für mich ein Wunder. In einem Symbol 3x, ja, das ist das erste A.
triank.klecker.info. Und da, jetzt vergiss ich was, jetzt ist wieder Einwirkung, Magic Attack. Moment mal, ich mache mal kurz Pause, vielleicht fällt es mir wieder ein. Und da habe ich gesagt, bei der Vereinzelung und Singulierung und pyramidalen Zuspitzerei der Sachlage, da haben sich dann mir die innersten Bande als nicht mehr vertrauenswürdig gezeigt. Und deswegen nenne ich mein Aufwuchshaus Rücklassberg, das gelbe Haus. Ja, das gelbe Haus heißt Rücklassberg für mich. Lass nur, wenn du willst, zurück, wenn du willst, wenn er geht. Weil das V jetzt oben auf dem Erstdreieck steht, das haben wir drauf geschafft. Und jetzt stellt sich heraus, dass die Distanz des Internet die eben Bürgerlichkeit, was die Republik verspricht, hält. Dass die normative Kraft nicht die Umgebung der Verschwiegenheit und familiären Geheimtuerei und Härte des Ortes ein Ausgleich im Freunden hat, in der Ferne. Und deswegen war das Internet wichtig. Dass sich wieder Vernunft andebattieren. Wenn du meinst, du bist hier verortet, ist es Spezialität gerade in die Richtung nicht gut. Die Familie sagt, sei leise, sonst gibt es was anderes. Kannst du über die Distanz deine Freunde kontaktieren und dann wieder Vernunft beim Experten, beim sonst wem, Psychiater, bei wem auch immer, einholen. Jetzt mache ich natürlich ein interessantes Video nach dem anderen. Also schieben wir das noch hoch. Ich will euch jetzt wirklich nicht mehr so viel Zeit nehmen. Soll es das Letzte für heute sein? Ich mache jetzt wieder ein Skript, wie es sich gehört. Dass ich nicht so hinausplaudere, aber das Bühnenbild war es mir wert. Bis dann.